Morgen wird Heinz Rühmann 80 Jahre alt. Deshalb bringen wir ein Geburtstagsporträt des berühmten Charakterschauspielers. Heinz Rühmann, Schauspieler, Flieger, Mensch. Morgen um 17.30 Uhr in FS2. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Im Gebiet der Hohen Munde bei Seefeld ereignete sich heute ein Lawinenunglück. Eine Gruppe von 9 Skifahrern, 8 Deutsche und ein Österreicher, wurde unterhalb des Gipfels von einer Lawine verschüttet. 7 Personen konnten sich selbst aus den Schneemassen befreien. 2 Skifahrer, vermutlich Studenten aus München, sind noch verschüttet. Die Suche nach ihnen musste in den Abendstunden eingestellt werden. Sie wird morgen fortgesetzt. In Linz ist heute der Bundesparteitag der ÖVP zu Ende gegangen. Auf dem Parteitag wurde das Modell Österreichs beschlossen, das politische Alternativkonzept der ÖVP. In seinem politischen Grundsatzreferat erklärte ÖVP-Obmann Alois Mock, nirgendwo in Europa sei es einer sozialistischen Regierung gelungen, die Wirtschaft eines Landes in Ordnung zu halten. Deshalb strebe die ÖVP im Interesse der wirtschaftlichen Zukunft Österreichs einen politischen Kurswechsel an, sagte Mock. Der stellvertretende SPÖ-Vorsitzende Karl Blecher sagte, der ÖVP-Parteitag habe, abgesehen vom Wechsel des Generalsekretärs, nichts Neues gebracht. Auffällig sei dabei die Inkonsequenz, dass Lanner wegen seiner Äußerung zur politischen Verantwortung habe gehen müssen, während Mock, der dieselbe Auffassung vertrete, bleibe. Auch bei diesem Parteitag habe sich gezeigt, dass die ÖVP eine Neinsagerpartei geblieben sei, die Nein zur Wirtschaftspolitik der Regierung sage, schloss Blecher. Gesundheitsminister Kurt Steirer bezeichnete heute bei einer Umweltschutztagung in Linz den Umweltschutz als eine moralische Verpflichtung. Der Umweltschutz kostet zwar Geld, aber er schaffe in gewissem Ausmaß auch Arbeitsplätze. Den Plan eines Gletscherskizentrums im Nationalpark Hohe Tauern bezeichnete Steirer als ökologischen Wahnsinn. Als Beispiel für das Ausmaß der Umweltverschmutzung verwies Steirer darauf, dass Muttermilch schon so viel Blei enthalte, dass sie, würde sie unter das Lebensmittelgesetz fallen, verboten werden müsste. Bundeskanzler Kreisky verhandelte heute in München mit Vertretern der deutschen Automobilfirma BMW. Bei den Gesprächen ging es um die Zukunft des BMW-Motorenwerks in Österreich, nach Auflösung des Kooperationsvertrages mit den Steirerwerken. BMW sagte zu, den Ausbau des Werkes in vollem Umfang durchzuführen. Die Zahl von 1.800 Beschäftigten im neuen Steirer Motorenwerk soll nicht reduziert werden. Bundeskanzler Kreisky traf in München auch kurz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß zusammen. Kreisky wollte mit dem CSU-Politiker über die gefährdete Fertigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals sprechen. Wegen Terminknappheit kam man überein, dieses Problem Ende März in München neuerlich zu behandeln. Die OPEC, die Organisation ölexportierender Staaten, hat eine Einschränkung ihrer Ölproduktion beschlossen, um angesichts der weltweit sinkenden Nachfrage ein Nachgeben der Ölpreise zu verhindern. Die tägliche Fördermenge soll von derzeit rund 20 Millionen Fass auf 18,5 Millionen Fass zurückgenommen werden. 1979 hatte die OPEC eine Rekordfördermenge von 31 Millionen Fass pro Tag erreicht. Am 19. März sollen bei einer Konferenz in Wien weitere Maßnahmen gegen das Überangebot von Rohöl beraten werden. Eine Preissenkung wird von der OPEC allerdings ausgeschlossen. Polen hat die Forderung von 5 westlichen Staaten nach einer Überprüfung der Einhaltung der Menschenrechte während des Kriegsrechts durch die UNO-Menschenrechtskommission als einen feindlichen Akt bezeichnet und zurückgewiesen. Radio Warschau meldete unterdessen die Ankunft der von der dänischen Insel Bornholm losgeschickten Luftballons, die Botschaften und Nachrichten aus dem Westen nach Polen trugen. Der Sender verurteilte die Aktion als Provokation. Ein Militärgericht in Kairo hat heute im Prozess gegen die Mörder von Präsident Sadat 5 Angeklagte zum Tod verurteilt. Weitere 5 Angeklagte wurden zu lebenslanger Zwangsarbeit und 12 zu Zwangsarbeit zwischen 5 und 15 Jahren verurteilt. Nur in 2 Fällen wurde ein Freispruch erkannt. Gegen das Urteil ist keine Berufung möglich, lediglich Staatspräsident Mubarak steht das Recht einer Revision zu. Die Serie von Bombenanschlägen im Libanon geht weiter. 7 Menschen wurden getötet und weitere 20 Personen verletzt, als heute auf einer Küstenstraße bei Beirut ein Sprengsatz detonierte. Das Dynamit war in einem parkenden Auto versteckt. Der Tatort liegt in unmittelbarer Nähe der iranischen Botschaft. Zu dem Anschlag hat sich noch niemand bekannt. In Houston, im amerikanischen Bundesstaat Texas, sind in der Nacht auf heute bei einem Hotelbrand 10 Menschen ums Leben gekommen. 7 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die meisten der Opfer starben an Rauchgasvergiftung.
Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache im dritten Stock des West Jays Hilton Hotels ausgebrochen. Zum Zeitpunkt der Katastrophe hatten sich über 200 Menschen in dem Luxushotel aufgehalten. Protestmarsch österreichischer Schriftsteller in der Wiener Innenstadt. Über 50 Teilnehmer, unter ihnen Hilde Spiel, Peter Weibel und Christian Ide Hinze, wiesen heute Vormittag auf die schlechte soziale Situation des Schriftstellers in Österreich hin. Sie forderten die Einführung eines Bibliothekgroschens, einer Sozialversicherung für Schriftsteller und ein gerechteres Urheberrechtsgesetz. Der deutsche Filmschauspieler Heinz Rühmann feiert morgen seinen 80. Geburtstag. Rühmann begann seine Schauspielerkarriere 1920 in Breslau mit dem Film Charles Tante, gelang ihm der große Durchbruch. In seinen späteren Filmen profilierte er sich als Charakterschauspieler. Zu seinem Geburtstag präsentiert Rühmann seine biografischen Erinnerungen, das war's. Dazu ein Hinweis, morgen Sonntag bringt FS2 um 17.30 Uhr ein Porträt von Heinz Rühmann. Zum Schluss noch das Wetter. Nach klarer und kalter Nacht vielfach sonnig, besonders im Westen. Im Osten und Süden auch Wolkenfelder. Kalt. Tageshöchsttemperaturen bis plus 5 Grad. Winde aus östlichen Richtungen. Meine Damen und Herren, FS2 beendet nun seinen Sendeabend. Und bevor es noch soweit ist, können Sie sich informieren, was der ORF morgen oder eigentlich schon heute zu bieten hat. Und wir alle sagen auf Wiedersehen. Gute Nacht.